Ja, Crystallization bringt mir auch nicht viel. Gut, das hilft mir hier rauszukommen. Immer heller. Ja, ich kann die immer heller machen. Das Problem ist, dadurch leckt's wieder. Hm? Ja. Kann ich die löschen? Nicht so, aber so auch nicht. Damit mache ich einfach nur das zu. Und ja, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen am Rumüberlegen. Okay, ich kann das Feuer nicht mehr ausmachen. Okay, ich glaube, ich habe gerade was kaputt gemacht. Kann das sein? Ach so, da lag was drauf, deswegen. So geht das wieder auf. Entweder bin ich, was den Raum hier angeht, gerade ziemlich blind.
Hier scheint es irgendwie leicht durch. Ja, so mache ich hier wieder auf. Schön und gut. Ich weiß halt auch nicht, was ich mit diesen Bodenplatten hier anfangen könnte. Weil mein Dings, mein Dark Vortex wird hier nicht funktionieren, oder? Nein. Weil ich überall das Licht lösche. Geschieht auch nicht wirklich etwas. Naja, außer dass ich hier nicht mehr reinkomme gerade. Diesen Schlüssel hier brauche ich halt. Bringt mir leider so auch nichts. Was ich heute noch ausprobieren kann, ist, wenn ich hier wieder alles anzünde. Wobei in die Schalen kann ich halt nichts mehr reinlegen. Ups. Ja, port mich weg. Und ich nehme auch mal an, dass sich hier hinten nichts getan hat dadurch. Nö. Hier kriege ich nur einen ordentlichen Blitz ab. Was ich mich halt gerade frage, das könnte ich ausprobieren. Wobei, das kann nicht das Rätselslösung sein, weil das hier ist ja kein richtiger, war ja kein... Das hier ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Secret-Gebiet gewesen. Nein, du bist kein Altar of Light. Hmm.
Ja, mit einer Fackel zuhauen bringt mir leider auch nicht viel. Es muss irgendeine Kombination von diesen Dingern sein. So gehst du zu, aber so passiert hier nichts mehr. So kann ich die zwei zwar heller machen, aber das macht hier auch nicht sonderlich viel. Ja, nur wer ein Orb of Balance in der Hand hat. Hier war auch noch ein Secret-Bereich. Oh, die Fackel geht langsam aus. Mal sehen, was passiert, wenn ich eine leere Fackel nachher in das Ding reinstecke. So, du warst der letzte, den ich nicht gelöscht hatte. So bringt mir das auch nichts. Wie war das nochmal? Die gehen schneller aus, wenn ich schlafe. Nicht wirklich. Was anderes fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Außer halt weiter mit den Dingern rumzuspielen. Was passiert, wenn ich einfach in alle drei... Steindick. Tut sich dann hier drin irgendwas? Nein. Wenn ich alle drei lösche und einen Stein drin liegen lasse. Auch nicht so wirklich, ja? Die Lösung muss aber hier sein. Da ist die Netherwelt und die Etherwelt haben wir auch bereits kennengelernt.
Also zünden wir alle nochmal an. Und sind der Sache immer auch kein Stück näher. Weil das hier war auch einfach nur ein Secret. Dagger of many edges requires Dagger 34, aber oh, ist doch gut. Was halt nicht gut ist, ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich hier weiterkomme. Aber ja gut, bevor ich die Aufnahmesession, die ich eh etwas kürzer machen wollte, also eigentlich die ich zweiteilen wollte, zu lang mache. Werde ich hier erstmal speichern und einen Cut machen. Also speichere ich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.